Tradition trifft Neuzeit. Fünf Zylinder prallen auf Kompaktklasse. RS verbindet sich mit A3. Eine explosive Mischung, die mächtig Staub aufwirbelt in der Eifel. Der Audi RS3 zu Gast bei FastLab. Ich würde sagen, wir schalten einfach mal alles ab, oder? Gut, jetzt müssen wir mal sehen, wie er reagiert, wenn wir dann in den Kurven mal abrupt beschleunigen. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass er auf der Hinterachse in irgendeiner Form eine Übersteuertendenz hätte. Er ist eher neutral. Also er schiebt jetzt nicht über die Vorderachse beim Gasgeben, dass wir also ein sogenanntes Power-Understeering hätten. Das absolut nicht. Er ist wirklich total neutral. Aber auch nicht so, dass ich sage, jawohl, aber wenn ich jetzt hier so in die Ecke reinprügel, voll aufs Gas gehe. Eigentlich ist er da sehr brav. Doch auch mit eingeschaltetem Rettungsanker erlauben die Ingenieure aus Ingolstadt eine sportliche Fahrweise. So muss es aber sein. Ich denke, ein sportlich abgestimmtes ESP, später Eingriff, dafür dann aber sehr hart und sehr deutlich, um dich wirklich vor diesem Moment, wo das Auto sich wegdrehen würde beim Übersteuern, dann doch noch davor zu bewahren. Ja, und hier beim beschleunigen Untersteuern, auch da lässt er dir eigentlich relativ viel Spielraum, bevor da irgendwo in Eingriff kommt. Mensch und Maschine, bereit für die eine schnelle Runde. FastLab, sein Gegner ist die Zeit. Here we go. Der ist schon, also wenn du so schnell fahren willst, dann musst du schon mehr machen, wie nur ein bisschen würzen. Also da ist schon tiefgreifend Motor, Antriebsstrang, Fahrwerkstechnik, alleine schon die Tatsache, vorne einen größeren Reifen zu haben als hinten. Also man hat sich da schon Gedanken gemacht und der Apparat geht richtig gut. Also das ist so eine Landstraßenfahrmaschine und dann in der Kombination mit dem Motor. Also wirklich, dieses Auto macht echt Laune. Audi und die 5 Zylinder. Die Tradition lebt weiter. Der Audi RS3 ist eine echte Fahrmaschine. Ein wirklich wilder Kerl will er aber nicht sein. Da könnte er auch optisch noch einiges mehr vertragen. Wenn ich diesen Sound höre, dann trete ich jetzt mal drauf. Dann hört sich das so komisch an, so wie ein Fünfzylinder vielleicht.